Hallo zusammen. Heute werde ich euch vom türkischen Hotel Royal Taj Mahal Inside erzählen. Wir haben tausende von Bewertungen von Touristen über dieses Hotel analysiert, also haben wir definitiv einiges mit euch zu teilen. Los geht's! Wie üblich beginnen wir mit einigen allgemeinen Informationen über das Hotel. Das Royal Taj Mahal Hotel besticht durch seine unvergleichliche Architektur und sein Design. Die Gebäude des Hotels sind so gestaltet, dass sie einer indischen Moschee ähneln. Der Anblick des Hotels ist sehr einzigartig und schön. In diesem Hotel werdet ihr von der Fürsorge und Aufmerksamkeit des Personals umgeben sein. Ihr werdet von der exquisiten Küche, den köstlichen Gerichten, Früchten, Desserts begeistert sein, all das erwartet euch im All-Inclusive-Angebot des Royal Taj Mahal. Wunderschöne Pools, ein breiter und geräumiger Strand, luxuriöse Zimmer. Einige Zimmer bieten Meerblick und einen Whirlpool. Das Hotel verfügt auch über ein ausgezeichnetes Spa, das entspannende Massagen anbietet. Das Hotel ist sehr gut gelegen, mit einem Einkaufszentrum direkt vor der Anlage. Wenn ihr die Stadt erkunden möchtet, ist das Zentrum von Said nur 8 Kilometer entfernt. Der Flughafen Antalya ist 60 Kilometer entfernt. Wenn ihr gerne Ausflüge unternehmt, ist der Tempel von Apollo und Athena in der Nähe. Insgesamt empfinden die Gäste ihren Aufenthalt in diesem Hotel als friedlich und entspannend. Das Hotel hat eine Bewertung von 4,6 auf Google und 4 Sterne auf TripAdvisor. Ihr könnt die Kosten für die Unterkunft herausfinden und ein Zimmer in diesem Hotel über die Links in der Beschreibung und im angehefteten Kommentar unter diesem Video buchen. Freunde, jetzt werde ich euch alles über die Vor- und Nachteile dieses Hotels erzählen. Aber bevor ich beginne, möchte ich euch bitten, unseren Kanal zu abonnieren und dieses Video mit einem Like zu unterstützen. Vielen Dank! Der Strand des Royal Taj Mahal Hotels ist groß und geräumig, es gibt genug Platz für alle. Der Strand ist sandig und gut ausgestattet. Es gibt Sonnenschirme zum Schutz vor der sengenden Sonne, Liegestühle, Duschen und Umkleideräume. Für kleine Kinder gibt es einen Spielplatz direkt am Strand. Der Zugang zum Meer ist sanft, was für Kinder großartig ist. Um tiefere Gewässer zu erreichen, müsst ihr 10 bis 15 Meter laufen. Der Strand ist sehr sauber und gut gepflegt, und es ist offensichtlich, dass das Personal darauf bedacht ist, ihn so zu halten. Am Strand gibt es einen Rettungsschwimmer, sodass ihr im Notfall nicht in Schwierigkeiten geratet. Für Gäste, die aktive Erholung bevorzugen, bietet das Hotel verschiedene Wassersportarten wie Parasailing, Windsurfen und Wasserski. Für diejenigen, die eine abgeschiedenere Erfahrung bevorzugen, gibt es separate Bereiche mit Pavillons und Weichenliegen, die gegen Aufpreis gemietet werden können. Am Strand gibt es auch eine Bar, in der ihr erfrischende Getränke, Cocktails und leichte Snacks bestellen könnt, ohne den Strand zu verlassen. Die Gäste merken an, dass die Getränke an der Bar sehr schmackhaft und von hoher Qualität sind. Wenn ihr bereits im Royal Taj Mahal Hotel übernachtet habt, hinterlasst bitte einen Kommentar darüber, was euch gefallen hat und was nicht. Die Anlage des Royal Taj Mahal Hotels ist ein geräumiger, gepflegter Komplex, der die Gäste mit seinem Landschaftsdesign und seiner vielfältigen Infrastruktur beeindruckt. Obwohl das Hotelgelände nicht sehr groß ist, ist alles kompakt und schön organisiert. Umgeben von Palmen und blühenden Gärten schafft das Hotel eine Atmosphäre einer tropischen Oase, in der jeder Gast einen Ort zur Entspannung und Unterhaltung finden kann. Der zentrale Bereich wird von einer großen Poolzone dominiert, die aus mehreren Pools unterschiedlicher Tiefen besteht, darunter ein Erwachsenenpool, ein flacher Kinderpool und ein Wasserpark mit Rutschen. Der einzige Nachteil ist, dass die Pools nicht beheizt werden, sodass das Wasser zum Schwimmen ziemlich kalt sein kann. Die Pools sind von geräumigen Sonnenbauterrassen umgeben, die mit Liegen und Sonnenschirmen ausgestattet sind. Für diejenigen, die Entspannung am Pool bevorzugen, stehen auch Bars mit Getränken und leichten Snacks zur Verfügung. Das Hotel bietet seinen Gästen außerdem Tennisplätze, Minigolf, ein Fitnesscenter und ein Strandvolleyballfeld. Es gibt auch ein Spa auf dem Gelände, das eine breite Palette von Behandlungen anbietet, darunter Massagen, Gesichtsbehandlungen, Körperpflege, ein türkisches Hammam und eine Sauna. Das Essen im Royal Taj Mahal Hotel ist auf Ultra-All-Inclusive-Basis organisiert, was den Gästen eine Vielzahl von Gerichten und Getränken den ganzen Tag über bietet. Das Hauptrestaurant des Hotels bietet ein Buffet mit einer großen Auswahl an internationaler und lokaler Küche. Frühstück, Mittag und Abendessen umfassen frische Früchte, Gemüse, Fleisch- und Fischgerichte sowie Gebäck und Desserts.
Einziger Wermutstropfen ist, dass es keine Meeresfrüchte im Buffet gibt, was ich als Nachteil betrachte. Was denkt ihr? Mögt ihr Meeresfrüchte in Buffets? Neben dem Hauptrestaurant gibt es auch à la carte Restaurants, obwohl das Essen in diesen Restaurants nicht im Zimmerpreis inbegriffen ist. Reservierungen sind erforderlich, aber sie bieten die einzigartige Gelegenheit, exquisite Gerichte in einer gemütlichen Atmosphäre zu genießen. Diese kostenpflichtigen Restaurants bieten Küchen wie Balkan, Chinesisch, Türkisch und Mexikanisch an. Es gibt sogar ein Kindercafé, in dem die Kinder alleine mit Animateuren oder mit ihren Eltern speisen können. Die Zimmer im Royal Taj Mahal Hotel sind schön und stilvoll, mit verschiedenen Kategorien wie Standardzimmern, Junior-Suiten und Familienzimmern. Allerdings benötigen einige von ihnen eine Renovierung. Zum Beispiel leckt in einigen Zimmern der Whirlpool, und einige Touristen haben sich über eine schlechte Schalldämmung beschwert. Einige Gäste fanden die Betten zu hart. Ein weiterer Nachteil ist, dass die Flure ziemlich heiß werden können. Positiv zu vermerken ist, dass eine ausreichende Anzahl von Wasserflaschen bereitgestellt wird und die Minibar rechtzeitig aufgefüllt wird. Ein paar Worte zur Zimmerreinigung. Das Personal reinigt die Zimmer täglich und gründlich, was von den Touristen definitiv geschätzt wird. Das Personal im Royal Taj Mahal Hotel verdient besondere Erwähnung, da ihre Arbeit den Aufenthalt der Gäste so komfortabel und angenehm wie möglich macht. Die Gäste loben das hohe Maß an Professionalität und Freundlichkeit des Personals, das immer bereit ist zu helfen und alle Fragen zu beantworten. Das Personal ist sehr angenehm und hilfsbereit, es gibt keine Beschwerden. Der einzige kleine Nachteil ist, dass das Hotel auf deutsche Touristen ausgerichtet ist, sodass die meisten Mitarbeiter kein Englisch sprechen, was schließlich eine internationale Sprache ist. Daher könnten Touristen aus anderen Ländern die Sprachbarriere als unangenehm empfinden. Das Royal Taj Mahal Hotel bietet seinen erwachsenen Gästen eine breite Palette an Unterhaltungsmöglichkeiten, die es ihnen ermöglichen, ihren Aufenthalt zu jeder Tageszeit zu genießen. Das Hotel verfügt über ein ausgezeichnetes Animationsteam, das verschiedene Aktivitäten organisiert. Tagsüber können die Gäste an verschiedenen Sportveranstaltungen teilnehmen, wie zum Beispiel Beachvolleyball, Tennis, Wassergymnastik und Darts. Der Wasserpark des Hotels ist ein weiterer beliebter Ort, an dem Gäste ihren Adrenalinspiegel durch das Rutschen auf den Wasserrutschen steigern oder einfach ein Bad in den Pools genießen können. Am Abend verlangsamt sich das Leben im Hotel nicht, da die Animateure verschiedene Aufführungen veranstalten. Dazu gehören Live-Musik, Tanzshows, Themenabende und Schaumpartys. Das Hotel bietet viel Unterhaltung für Kinder und ist daher eine gute Wahl für Familien. Es gibt Wasserrutschen, einen wunderbaren Vergnügungspark mit zahlreichen Fahrgeschäften und Schaukeln. Es gibt auch einen Kinderclub, ein Kindercafé und einen Spielplatz. Und nicht zu vergessen, der sandige und sanft abfallende Strand ist ideal für Kinder. Ich denke, wenn ihr einen Urlaub mit Kindern plant, ist dieses Hotel auf jeden Fall empfehlenswert. Das Royal Taj Mahal ist die perfekte Wahl für diejenigen, die eine Kombination aus Luxus, Komfort und einer großen Vielfalt an Unterhaltung suchen. Das einzigartige Design des Hotels, inspiriert von indischer Architektur, kombiniert mit einem hohen Serviceniveau, schafft die Atmosphäre einer echten Resort-Oase. Das Hotel ist ideal sowohl für Familienurlaube als auch für romantische Ausflüge und bietet den Gästen eine Vielzahl von Unterhaltungs- und Annehmlichkeiten. Ein Privatstrand, zahlreiche Pools, ein Wasserpark und ein Spa sorgen dafür, dass für jeden etwas dabei ist. Das aufmerksame und professionelle Personal gibt sein Bestes, um jeden Gast besonders zu fühlen. Wenn ihr einen Ort sucht, an dem ihr Ruhe und Luxus genießen könnt, ohne auf aktive Erholung und Unterhaltung zu verzichten, ist das Royal Taj Mahal genau das Richtige für euch. Freunde, die endgültige Entscheidung liegt immer bei euch, und nur ihr könnt entscheiden, ob ihr in diesem Hotel Urlaub machen möchtet oder nicht. Während ihr euch entscheidet, empfehle ich euch, diese anderen Videos über Hotels auf der ganzen Welt anzusehen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Bitte gebt ihm einen Like und abonniert den Kanal, damit ihr keine unserer neuen Bewertungen verpasst. Und damit verabschiede ich mich von euch, bis wir uns in einem neuen Hotel wiedersehen.